Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, solange der Beamer beginnt, meine Daten zu projizieren, kurz die einleitenden Worte zu sagen. Ich werde mich in den nächsten 5 Minuten auf die reine technische Sicht von Netzsperren konzentrieren, insbesondere die Netzsperren als 3 Beispiele skizzieren, dann kurz diskutieren, welche technischen Umgehungsmöglichkeiten es gibt. Und was wir daraus aus der Sicht von der reinen Betrachtung der Technologie für Schlussfolgerungen ziehen können. Jetzt fülle ich 2 Sätze ein, bevor die Information auf den Beamer läuft. Vielleicht weiter. Die Netzsperren an sich sind eben von Herrn Besson schon von der grundsätzlichen Funktion eingeführt worden. Ich werde an dieser Stelle kurz skizzieren wollen, dass die Netzsperren auf verschiedenen technischen Ebenen funktionieren. Die technische Ebene des Internetprotokolls, des IP-Protokolls, ist die wichtigste. Das sind nämlich die Datenformate, die zur Übertragung im Internet verwendet werden. Die zweite Ebene betrifft die Abfrage der Webadressen, der URLs der www.uzh.ca-Seiten über entsprechende DNS-Server. Und die dritten betrifft dann Daten, die man transportiert, sodass der Provider zwischen dem Aufrufenden und der aufgerufenen Seite in die Daten hineinschauen darf und hineinschauen kann. Die ISP-basierten Adressblockierungen, Netzsperren auf IP-Ebene benutzen eben dieses IP-Protokoll und der ISP benutzt schwarze Listen, um in den Worten von Herrn Besson zu bleiben, um diese IP-Adressen sperren zu können. Wenn eine IP-Adresse tatsächlich beim ISP als markiert auf der schwarzen Liste vorhanden gesehen wird, dann wird das Paket intern, da sind wir jetzt, wunderbar, wird es erkannt und typischerweise verworfen. Die Information, dass dieses IP-Paket verworfen worden ist, kann nicht notwendigerweise immer dem Benutzer mitgeteilt werden. Das heißt, er wird möglicherweise nur einen Unterbruch seiner Kommunikation feststellen können. Daneben sind die Alternativen, wenn ich eine Webseite aufrufe und www.uzh.ca versuche, dann wird dieser Name am DNS-Server, dem Domain-Name-Server des Providers, aufgelöst werden in eine IP-Adresse, um den Server zu finden, wo die Daten platziert sind. Da kann wiederum die schwarze Liste zuschlagen, dass diese www.uzh.ca-Seite gesperrt wäre. Und dann lässt sich die auch von Herrn Besson erwähnte Seite als Stoppseite, als Informationsseite zwischenschalten. Das heißt, dort wird der Benutzer in Kenntnis gesetzt, dass etwas nicht so läuft wie gewünscht. Die dritte Variante, auch hier nur als Beispiel, ist die Verwendung von Application-Filtern oder Proxy-Servern. Dort werden auch Daten in den Bereich des Providers übermittelt und der wird sie analysieren können über die Packet Inspection, durch Protokoll-IDs etc. Und je nachdem, was dort passiert, lassen sich auch Rückmeldungen geben, die typischerweise als Verletzungsinformationen zurückgeliefert werden können, aber nicht in jedem Fall und auch nicht notwendigerweise auf Webseiten, weil die anfragende Position nicht notwendigerweise mit dem richtigen Stück Software versehen war, um diese Verletzungsmeldung angeben zu können. Es gibt also Möglichkeiten, mit denen ein Provider etwas tun kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, es zu umgehen. Und hier gelistet auf der Folie sind nur 8 Alternativen. Es gibt noch mindestens 10, 12 weitere, wenn man sie genau anguckt. Ich möchte einfach nur kurz zeigen, dass es für diese Alternativen je nach gewähltem Blockierungs-Netzsperrenansatz des ISPs, entweder IP, DNS oder Filter, dieses Blockieren entweder nicht effektiv ist oder effektiv, teilweise effektiv ist. Ohne im Detail darauf einzugehen, sehen Sie anhand der roten Kreuze, dort kann eine Gegenmaßnahme gegen diese Netzsperren vom Benutzer angesetzt werden und keine der 3 alternativ skizzierten Netzsperren funktioniert. Das heißt, wir müssten eigentlich rein theoretisch überall grüne Häkchen haben, damit Netzsperren immer funktionieren. Sie sehen, teilweise klappt es aber nicht. Welchen Aufwand muss jetzt der Benutzer betreiben? Der Benutzer hat Anwendungsmöglichkeiten, eben diese 8 plus weitere.
Und er kann sie in verschiedenen Formen anwenden. Zwischen sehr einfach, über zwei Klicks auf einer Webseite, bis zu etwas komplizierteren Methoden, sein Verhalten zu verändern, was insbesondere bei den Varianten dort unten zu erkennen ist. Er verändert sein Verhalten, er verändert die Informationen vom externen Anbieter durch Anpassung von IP-Adressen oder DNS-Namen. Aus Sicht des ISPs gibt es natürlich wieder Reaktionsmöglichkeiten, logischerweise, auf das, was der Benutzer tut. Und diese Alternativen sind auch unterschiedlich zu bewerten, auch hier sehr abstrakt formuliert, zwischen schwierigen Maßnahmen dort oben, insbesondere der Verwendung von Anonymisierungsverkehr. Dort hat der ISP sehr schwierige Mittel einzugreifen, aber er hat auch Möglichkeiten, bei unten beispielsweise sich das Verhalten des Benutzers im Laufe der Zeit zu lernen und dann seine Filter wiederum anzupassen. Aber das ist ein Prozedere, was nicht in Minuten funktioniert, sondern typischerweise nur im Rahmen von einigen Stunden, vielleicht sogar Tagen. Das heißt, lassen Sie mich schon zu den Beobachtungen kommen. Blockierungen sind technisch machbar. Browser- und DNS-Verkehr sind hier Beispiele, die wir gezeigt haben. Sind andere Verkehrsarten unterwegs, die man noch genauer angucken muss, die wir schon angeguckt haben, die aber auch unterschiedlich schwierig zu behandeln sind. Der ISP muss, um diese Netzsperren umzusetzen, allerdings einen Aufwand in diese Systeme hinein investieren, die mindestens als aufwendig zu bezeichnen sind, weil er nämlich diese schwarzen Listen aufsetzen muss. Er muss dafür Sorgen tragen, dass sie gewartet werden. Er muss Verfahren dafür haben, dass sie in den Datenbanken sind. Er muss Prozeduren haben, wie er sie einträgt, austrägt und das möglicherweise in Realzeit. Denn wenn ein externer Anbieter seine IP-Adresse alle 3 Stunden automatisch ändert, müsste die Nachvollziehung dieser Netzsperren exakt genauso funktionieren. Hinzu kommt, dass die Netzsperren für den normalen Verkehr im Internet eine Verlangsamung darstellen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf der Autobahn und die Polizei macht nur stichprobenartige Kontrolle des Führerausweises. Dann läuft der Verkehr auf 2 Spuren, auf der dritten bleibt er hängen. Hier muss sich der ISP jedes Fahrzeug angucken. Und schließlich aus Sicht des Benutzers hat der Benutzer aufgrund der eben erwähnten Umgehungsmöglichkeiten sehr viele legal zugängliche Möglichkeiten, diese Netzsperren zu umgehen. Und das können Benutzer tun, die ohne große technische Kenntnisse, insbesondere ohne technische Netzwerkkenntnisse, mit 2 Klicks Webseiten aufrufen und dafür Sorge tragen, dass sie diese Netzsperren einfach umgangen haben. Und sie haben dabei nichts Unrechtes getan. Vielen Dank.